Pass auf, dir muss klar sein, ein Gedanke von dir kann jeder was finden, wenn so sein, wie du ihn denkst. Wenn wir uns jetzt einen Plan und denken, den kannst du dir nur denken, wenn auf der Schwammin halt auf dem Programm drauf ist. Dann denkst du dir nach Griechenland in die Vergangenheit und du denkst dir, das war ein großer Philosoph. Wenn du solltest du das wissen, was dieser Philosoph Platon alles gesagt hat, dann hat er das nur gesagt, weil du dir jetzt das denkst. Du denkst dir schon mal den Platon aus. Ja. Das ist alles, den Schwamm hast du zu durchschauen. Okay? Und alles, was du denkst, hat keine Gefühle. Das heißt, der Heigo, den du dir ausdenkst, der kann keine Angst haben, der kann auch keine Schmerzen haben. So wenig von Heigo aus gesehen dein Zahn oder dein Rückenschmerzen haben kann, den Traum erleben, gefühlsmäßig, nur der Geist, der träumt. Ich habe im letzten schon mal gesagt, diese Empathie, das wird mit Mitgefühl übersetzt. Ja. Hat mit Mitgefühl nichts zu tun. Das wird eigentlich wirklich übersetzt mit Gefühl, Sympathie, mit Leid, mit Gefühl. Sympathie wäre mit Gefühl, aber Empathie bringen sie nicht unter, weil die Vorsilbe Emos heißt mein. Empathie ist mein Leid. Dieses mein bezieht sich jetzt auf den Geist, der träumt. Egal mit wem du mitleidest. Du leidest mit etwas mit, was als Ding an sich, dieser Gedanke, diese Figur, egal ob nur gedacht oder sie nicht wahrgenommen, selber als Ding an sich, als Gedanke, weil sie überhaupt keine Empfindungen haben kann. Die Welt wird empfunden von dem Geist, der träumt. Darum ist das Leid der Welt dein Leid, wenn du dich reinsteigerst, und die Freude der Welt ist deine Freude, weil Freude und Leid kann nur der Geist empfinden, der träumt niemals irgendein ausgedachtes Ding. Und am meisten. Jetzt rede ich noch von Sachen, ja. Wenn wir jetzt einen Heiko können wir uns ausdenken. Genau. Und der Heiko hat Zahnschmerzen. Was hundertprozentig keine Schmerzen hat, ist der Zahn. Wenn, dann hat es der Heiko, aber der Heiko ist genauso was ausgedachtes wie der Zahn, der Heiko hat auch keine Schmerzen, sondern zuerst einmal der, der glaubt, der ist der Heiko. Hat er oder Zahnschmerzen, den wir uns jetzt ausdenken, weil wir denken uns jetzt den Heiko genauso, ich denke mal den Heiko genauso aus wie den Udo, hat er oder Zahnschmerzen, und ich glaube, ich bin der Heiko, dann kann ich Empathie empfinden, aber sobald ich Empathie mit Leid empfinde, also es ist ja mein Leid, das ist nämlich immer das Leid, das der sich ausdenkt, weil der Gedanke kann nicht leiden. Jetzt pass auf, aber wie sieht es jetzt aus, wenn ich jetzt nicht an den Körper von den Heiko denke, oder von dem Udo, das, was nicht existiert, kann auch nichts empfinden. Wir haben jetzt festgestellt, es kann nicht einmal was Existierendes was empfinden. Dann kann ja etwas, was nicht existiert, gleich zweimal nichts empfinden. Okay? Ja. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt das Schöne, das, was nicht existiert, kann nichts empfinden. Und jetzt müssen wir das spiegeln, der Einzige, der, wo was empfindet, der kann nicht existieren. Brutal, ja. Das ist der Geist. Das Prinzip in jeder Kleinigkeit musst du immer wieder drehen, da kann ich dir tausende von Beispielen bringen. Und du weißt, wenn der zweite noch hartnäckig ist, was hast du Angst, dass der Heiko sich auflöst? Heiko, was verstehst du unter dem Wort Heiko? Diese Identifikation mit einem Gedanken, du denkst dir doch jetzt den Udo aus. Aber denkst du dir jetzt nicht auch den Heiko aus? Ja. Das ist das Problem. Aber du bist jetzt, schau einfach in dich rein, du sollst es nicht verändern, da ist was in dir drin, das macht dich glauben. Dass du der Heiko bist und du oder nicht bist. Und ich sage, du bist keiner von beiden. Du bist der, der sich's ausdenkt. Und die einzige Freiheit, die ich dir jetzt gegeben habe, wenn ich dir das sage, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du weiterhin deiner Logik dir vertraust, den zweiten vertraust oder uns vertraust.